Vielen Dank, Theresa, und auch noch von mir nochmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen. Wir wollen, wie wir gerade schon gehört haben, jetzt an dieser Stelle einen Blick auf die Ergebnisse der Studie zum Länderindikator 2021 der Deutschen Telekom Stiftung werfen. Und mit spannenden Impulsen geht es definitiv weiter, so viel sei jetzt schon mal versprochen. Denn mit dem Aufkommen der Corona-Krise waren ja sämtliche Schulen quasi plötzlich gezwungen, auf den digitalen Unterricht umzustellen. Aber schon vor diesem plötzlichen Einschnitt haben Bund und Länder mit dem Digitalpakt Schule 5 Milliarden Euro investiert, um die entsprechende Infrastruktur für den digitalen Unterricht zu fördern. Über einen Zeitraum von 5 Jahren ist dieser Digitalpakt angelegt und die Ergebnisse der Studie liefern jetzt Antwort darauf, ob sich diese Investitionen aus Sicht der Lehrkräfte überhaupt gelohnt haben und liefern auch einen spannenden Vergleich der einzelnen Bundesländer. Also wie sehen die jeweiligen Lehr- und Lernbedingungen dort aus? Und dafür begrüße ich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich meine Gäste. Das ist zum einen Dr. Ramona Lorenz, Studienleiterin vom Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund. Hallo. Außerdem Jana Behrens vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Sie leiten die allgemeine Abteilung mit dem Schwerpunkt Bildungsdigitalisierung. Schön, dass Sie da sind. Alle da? Jawohl. Und schließlich auch ein herzliches Willkommen an Dr. Thomas de Maizière, den ehemaligen Bundesminister und Vorsitzenden der Deutschen Telekom Stiftung. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir gleich im Detail über die Ergebnisse der Studie sprechen, würde ich Frau Dr. Lorenz einmal bitten, uns mal die zentralen Ergebnisse vorzustellen. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Fragen zu den Ergebnissen und zu der Diskussionsrunde gleich haben, dann lassen Sie diese gerne im Chat da und wir versuchen sie dann einzubauen zwischendrin. Und jetzt übergebe ich das Wort an Frau Dr. Lorenz. Vielen Dank. Ich kann leider meine Präsentationsfolien noch nicht sehen. Ah, wunderbar. So, dann möchte ich Ihnen gerne die Befunde des neuen Länderindikators 2021 vorstellen, mit dem wir aus Sicht der Lehrkräfte der Sekundarstufe 1 die Situation der Digitalisierung in Schule und Unterricht zeigen können. Wir knüpfen damit an den Wandel der Wissens- und Informationsgesellschaft und die fortschreitende Technologisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche, die eben auch eine gesteigerte Bedeutung für das Lernen mit digitalen Medien in der Schule bedeutet. Und damit einhergehen auch Herausforderungen für Schulen und Lehrkräfte, eben Lernsituationen mit Hilfe digitaler Medien adäquat und lernförderlich zu gestalten und auch letztlich die Kompetenzen von Jugendlichen im Umgang mit digitalen Medien und digital vermittelten Informationen zu fördern. Anknüpfend an die Forschungsbefunde aus internationalen Schulleistungsstudien können wir mit dem Länderindikator darüber hinaus auch noch Vergleiche zwischen Bundesländern ermöglichen. Das heißt, die Situation in Deutschland kann hier nochmals differenzierter aufgezeigt werden. Der Länderindikator 2021 knüpft an die Vorgängerstudie der Jahre 2015 bis 2017, in denen ebenfalls Lehrkräfte der Sekundarstufe 1 befragt worden sind, zu wechselnden thematischen Schwerpunkten in den 3 Erhebungsjahren, aber auch zu einem gewissen Kernbereich von Themen, die zu allen 3 Indikatoren erfasst worden sind, nämlich der IT-Ausstattung der Schulen und die Nutzung digitaler Medien im Unterricht sowie die Kompetenzen der Lehrpersonen zum Einsatz digitaler Medien und auch die Förderung der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von Jugendlichen bilden die 4 Kernbereiche, die über alle Länderindikatorstudien hinweg erfasst worden sind und somit auch Trends in den Entwicklungen aufzeigen können. Hier knüpft der neue Länderindikator 2021 an, mit dem wir also im Vergleich zu 2017 die Entwicklungen tendenziell aufzeigen können und auch erneut die Bundesländervergleiche für die Kernbereiche abbilden. Die Deutsche Telekom Stiftung fördert die Studie, die an der TU Dortmund maßgeblich durchgeführt worden ist. Wir haben eine Unterstützung durch ein wissenschaftliches Konsortium mit Frau Prof. Dr. Birgit Eichelmann und Manuela Endberg, die uns in allen Phasen der Studien beraten und begleitet haben. Hauptsächlich werden 2 übergeordnete Fragestellungen verfolgt. Zum einen sollen die Entwicklungen im Vergleich zum Länderindikator 2017 abgebildet werden, eben über die 4 Kernbereiche, zu denen die Indikatoren auf identische Weise erfasst worden sind, sodass der jeweilige Status quo des Lernens mit digitalen Medien im Vergleich abgebildet werden kann.
Der Schwerpunkt des Länderindikators 2021 bezieht sich auf die Investitionsmaßnahmen durch Bund und Länder in den vergangenen Jahren, aber auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Blick auf das mediengestützte Lehren und Lernen und letzten Endes auch auf die Fortbildung von Lehrpersonen im Laufe der vergangenen 2 Jahre, die auch maßgeblich durch eine veränderte Rolle der Digitalisierung in Schule und Unterricht geprägt war. Befragt wurden insgesamt 1.512 Lehrkräfte der Sekundarstufe 1 in allen Bundesländern mit mindestens 50 Lehrkräften pro Bundesland anhand eines standardisierten Fragebogens, was in den meisten Fällen per computergestützte Face-to-Face-Interviews stattgefunden hat, pandemiebedingt an einigen Stellen, aber auch anhand eines online-basierten Tools zum Ausfüllen. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich über den Sommer in den Monaten Juni bis August diesen Jahres. Zu den 4 Kernbereichen der Länderindikatoren, zu denen wir Ergebnisse im Vergleich zu 2017 darstellen können, möchte ich, bevor ich auf Befunde eingehe, einige Beispiele für die Items dieser Bereiche aufzeigen. Die IT-Ausstattung und der IT-Support wurde beispielsweise mit Fragen dahingehend abgedeckt, inwiefern die Lehrkräfte zufrieden sind mit der technischen Ausstattung und hier anhand des Beispiels des Internetzugangs, inwiefern die Lehrkräfte diesen als ausreichend mit Blick auf Geschwindigkeit und Stabilität einschätzen. Die Nutzung und auch die Nutzungsbedingungen innerhalb der Schule wurden mit Blick auf die Nutzungshäufigkeit erfasst, aber auch beispielsweise mit der Priorisierung, die dieses Thema innerhalb der schulischen Arbeit erfährt. Die Förderung der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen sind in Anlehnung an die 5 Kompetenzstufen der internationalen Schulleistungsstudie ICLS erfasst, sodass ausgehend von recht basalen Fähigkeiten, die eng angeleitet Schritt für Schritt Instruktion erfordern, bis hin zu komplexen Fähigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler zeigen, im Sinne von eigenständiger Umgangsweise mit digitalen Medien und digital vermittelten Informationen. Und der 4. Themenbereich umfasst die Selbsteinschätzung der Lehrperson hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht mit Blick auf die sinnvolle Kombination von Fachinhalten, digitalen Medien und Lehrmethoden. So, mit Blick auf die Ergebnisse zeigt sich zunächst für die IT-Ausstattung und den IT-Support der Schulen, die als unabdingbare Gelingensbedingungen für digital gestütztes Lehren und Lernen gilt, dass hier insgesamt ein eher negativer Trend festzustellen ist über die Indikatoren hinweg. Die Zufriedenheit der Lehrpersonen mit der Ausstattung hat also im Vergleich zu 2017 eher abgenommen. Wir können also hier anhand des Beispiels der ausreichenden Internetverbindung sehen, auf der linken Seite der Abbildung die Werte für 2017 und die Zuordnung der Bundesländer zu den 3 Gruppen, die wir differenzieren, und auf der rechten Seite der Abbildung eben die entsprechenden Werte für den Erhebungsraum 2021. Wir sehen mit dem schwarzen durchgezogenen Balken in der Mitte die Angabe des bundesweiten Mittelwerts und sehen hier, dass 2017 noch 67,3% der Lehrpersonen angaben, dass sie zufrieden sind mit dem Internetzugang an ihren Schulen. 2021 waren dies nur noch 53,7% der Lehrpersonen. Die Bundesländer sind hier in 3 Gruppen differenziert. Mit der oberen Ländergruppe haben wir die 4 Bundesländer ausgewählt mit dem höchsten Anteil an Lehrerzustimmung pro Indikator und mit der unteren Ländergruppe sind es jeweils die 4 Länder mit den niedrigsten Anteilen an Lehrerzustimmung, sodass wir insgesamt innerhalb der Bundesländer aber alphabetisch sortieren. Es ist also kein komplettes Bundesländer-Ranking, das hier abgebildet wird, sondern ein Extremgruppenvergleich der oberen und unteren Ländergruppe. Dieser Rückgang in der Zufriedenheit der IT-Ausstattung kann dahingehend gedeutet werden, dass die technischen Anforderungen und auch die pädagogischen Möglichkeiten das vorhandene Ausmaß der IT-Ausstattung überschreiten, dass also die IT-Ausstattung nicht Schritt gehalten hat mit den pädagogischen Anforderungen an die Ausstattung. Des Weiteren haben wir die Nutzungshäufigkeit digitaler Medien im Unterricht betrachtet als einen Indikator, der uns Hinweise
auf unterrichtliche Prozesse gibt. Und hier hat sich insgesamt für alle Bundesländer ein positiver Trend abgezeichnet, sowohl mit Blick auf die einzelnen Bundesländer, in denen überall tendenziell eine Zunahme der Nutzungshäufigkeit zu verzeichnen ist, aber auch mit Blick auf den bundesweiten Durchschnitt zeigt sich zum im Vergleich zu 2017, dass hier deutlich mehr Lehrpersonen angeben, mindestens einmal pro Woche digitale Medien im Unterricht zu nutzen. Insgesamt also ein auf den ersten Blick positives Ergebnis. Dieses Ergebnis möchte ich aber auch in den internationalen Vergleich einordnen und hier ein Ergebnis der Studie ICLS 2018 heranziehen, wo deutlich wird, dass im Jahr 2018 noch rund 60% der Lehrpersonen angegeben haben, digitale Medien mindestens einmal pro Woche im Unterricht zu nutzen. Hier aber auch gezeigt werden kann, dass auch mit einer Nutzungshäufigkeit oder mit einem Anteil von 73% Deutschland den internationalen Anschluss jetzt gerade eben geschafft hätte. Es ist jedoch auch davon auszugehen, dass auch in anderen Staaten die Nutzungshäufigkeit bedingt durch die Pandemieauswirkungen in den vergangenen Jahren zugenommen hat, sodass hier noch nicht von einem internationalen Niveau der Nutzungshäufigkeit ausgegangen werden kann. Ein weiterer Bereich stellt die Förderung der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern dar, der zum einen an Bedeutung gewonnen hat, dadurch, dass diese Fähigkeit eine Kulturtechnik im 21. Jahrhundert darstellt und auch mit der Gesamtstrategie der KMK bundesweit einheitliche Vorgaben und Richtlinien entstanden sind, die die Digitalisierung und die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich fokussieren und hervorheben. Blickt man hier wiederum auf die bundesweiten Durchschnittswerte im Vergleich der Jahre 2017 und 2021, zeigen sich insgesamt keine statistisch signifikanten Unterschiede. Das heißt also, dass die Förderung der entsprechenden Kompetenzen nicht intensiviert wurde. Mit Blick auf die einzelnen Bundesländer zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede im Ausmaß der Förderung der Kompetenzen, sodass hier auch ein Hinweis darauf besteht, dass die Chancen von Schülern, von Jugendlichen auf digitale Teilhabe doch unterschiedlich sind, je nach Bundesland. Insgesamt zeigt sich also für die Kernbereiche des Länderindikators, in denen wir insgesamt 26 Indikatoren erhoben haben, hier mit einer Deutschlandkarte eine erste Standortbestimmung der Bundesländer hinsichtlich der Digitalisierung in Schulen. Und grün markiert sind hier die Bundesländer, die aus Lehrersicht eher weit fortgeschritten sind im Vergleich, also mindestens für ein Drittel der 26 Indikatoren in der oberen Ländergruppe verortet sind und damit die Zufriedenheit der Lehrpersonen in diesen Bereichen vergleichsweise hoch ist. Und dies trifft auf Bayern, Berlin, Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zu. Rot markiert sind hingegen die Bundesländer, die mindestens 9-mal, also ebenfalls für mindestens ein Drittel der 26 Indikatoren, in der unteren Ländergruppe verortet sind und damit eher Handlungsbedarf aus Lehrersicht besteht. Darüber hinaus möchte ich noch einige Befunde aus dem Schwerpunktthema des Jahres 2021 präsentieren. Wir haben hier die Entwicklung durch die Investitionsprogramme erfasst, beispielsweise inwiefern Lernplattformen oder Lernmanagementsysteme für Lehrpersonen in den letzten beiden Jahren vor der Erhebung zur Verbesserung der schulischen Situation geführt haben. Entwicklungen durch die Corona-Pandemie sind mit Blick auf die technische Ausstattung, die Unterrichtsorganisation und die Leistungsbewertung in den Blick genommen worden. Und auch hier wurde gezeigt, inwiefern die Lehrpersonen entsprechende Vorgaben bewerten für ihre Länder. Die Fortbildung von Lehrpersonen auch als ein zentrales Merkmal der Qualifizierung und auch des Umgangs mit der Veränderung durch die Digitalisierung im Zuge der Corona-Pandemie wurde auch mit Blick auf die vergangenen 2 Jahre in den Blick genommen. Hier beispielhaft, inwiefern Fortbildung zur Unterstützung des individualisierten Lehrens und Lernens von Schülerinnen und Schülern angeboten wurden und wahrgenommen wurden.
Zu den Entwicklungen durch Investitionsprogramme wurde erfasst, inwiefern in den letzten 2 Jahren seitens des Bundes und des Landes bereitgestellte finanzielle Mittel in den Schulen auch tatsächlich zu wahrnehmbaren Veränderungen geführt haben. Und hier sind Teilerfolge sichtbar, dass zumindest Teile der Lehrpersonen in den verschiedenen Bereichen Entwicklungen spüren. Vor allem sind hier Entwicklungen in den Bereichen von Lernplattformen und Lernmanagementsystemen von den meisten der befragten Lehrpersonen wahrgenommen worden. Auch innerhalb der Schulen hat sich im Bereich des WLANs eine Verbesserung gezeigt. 71% der Lehrpersonen nehmen hier eine Verbesserung wahr. Was allerdings die Anbindung an Glasfaser und Breitband angeht, sind es lediglich 43,5% der Lehrpersonen, die hier eine Verbesserung wahrnehmen, also die Anbindung der Schulen an das Netz entsprechend noch nicht in diesem Maße vorangeschritten ist. Und schließlich die Fortbildung von Lehrkräften. Hier zeigen sich ebenfalls verschiedene Teilerfolge, wenn die Qualifizierung und Fortbildung von Lehrkräften eben eine entscheidende Rolle für die Entwicklung medienbezogener Kompetenzen von Lehrkräften und in der Folge auch der entsprechenden Gestaltung von Unterricht und der Förderung von Kompetenzen von Jugendlichen darstellt, haben wir hier also auch eine ganz zentrale Bedingung des Unterrichts. Und hier zeigt sich, dass ein Teil der Lehrkräfte entsprechend erreicht worden ist und Fortbildung wahrgenommen hat in den letzten 2 Jahren, um auch systematische Unterstützung zu erhalten in der Integration digitaler Medien in der veränderten Unterrichtssituation, aber eben, dass auch ein Großteil der Lehrpersonen hier keine systematische Unterstützung wahrgenommen hat. Und auch zwischen den Bundesländern sind hier deutliche Unterschiede zu sehen, was hier anhand der Gruppeneinteilung mit der oberen und unteren Ländergruppe von 26 Prozentpunkten Unterschied eine deutliche Differenz darstellt. Die Ergebnisse möchte ich noch kurz einmal zusammenfassen, bevor wir in die Diskussion starten. Die wichtigsten Befunde hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit digitaler Medien zeigen eine positive Entwicklung, dass also die Häufigkeit zugenommen hat in allen Bundesländern. Dennoch besteht vor allem hinsichtlich der täglichen Integration digitaler Medien in den Unterrichtsalltag weiterhin Entwicklungsspielraum. Die Kompetenzen von Lehrpersonen sind weiterhin recht positiv eingeschätzt, vor allem auch mit einer signifikanten Verbesserung zwischen den Erhebungszeitpunkten 2017 und 2021, was nicht zuletzt auch mit den Erfahrungen in der Pandemie einhergeht. Die intensivere Nutzung motiviert Lehrpersonen auch nachhaltig digitale Medien häufiger einzusetzen. Diese Absicht bekräftigt ebenfalls ein Großteil der Lehrpersonen. Gleich geblieben ist hingegen die Förderung der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern. Auch durch die Pandemie hat sich hier keine Veränderung im Vergleich zu 2017 gezeigt, dass also hier ein gleichbleibender Fokus auf die entsprechenden medienbezogenen Schülerkompetenzen vorhanden ist, sich allerdings zwischen den Bundesländern doch deutliche Unterschiede in diesem zentralen Kernbereich der Kompetenzen des 21. Jahrhunderts abzeichnen. Auch hinsichtlich der Investitionsmaßnahmen durch Bund und Länder sind Teilerfolge zu verzeichnen. Die Lehrkräfte nehmen Wirkungen wahr, erfahren allerdings nur zu Teilen auch Verbesserungen in ihren Schulen. Eher geringe oder nicht ganz so positive Auswirkungen sehen wir im Bereich der IT-Ausstattung. Hier scheint es eher so zu sein aus Sicht der Lehrkräfte, dass die IT-Ausstattung nicht Schritt hält mit den Weiterentwicklungen und auch den pädagogischen Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit in die Schule bringt, mit für den Unterricht bereitstellt, sind hier noch nicht in dem Maße ausgeschöpft. Und die IT-Ausstattung ist hier weiterhin ausbaufähig. Und auch hinsichtlich der Fortbildung von Lehrpersonen werden hier große Unterschiede zwischen den Bundesländern deutlich, was also für eine systematische Unterstützung der Lehrpersonen spricht. Und damit an dieser Stelle herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
diskutieren. Und ich starte mal direkt mit der ersten Frage, wo es um das Thema Investitionen geht mit dem Digitalpakt Schule. Herr de Maizière, es geht ja um 5 Milliarden Euro, die über einen Zeitraum von 5 Jahren investiert werden, um den digitalen Unterricht voranzutreiben. Jetzt haben wir gerade bei Frau Lorenz gehört, ja, es sind Teilerfolge spürbar und auch Wirkungen durch die Investitionen. Gleichzeitig habe ich aber gerade gehört, beim Thema IT-Ausstattung und Support, das ganze Thema ist ausbaufähig. Hier wurde eher von einem negativen Trend gesprochen, die Zufriedenheit hat abgenommen. Würden Sie sagen, das Geld kommt in den Schulen an? Ja, guten Morgen allerseits. Wir wollten ja eigentlich uns treffen, aber das ging noch nicht. Ich grüße insbesondere Herrn Schammer und wünsche ihm gute Besserung. Aber zur Studie. Natürlich könnte man methodisch sagen, es waren doch nur 1500 Lehrkräfte. Man könnte sagen, es ist nur die Sekundarstufe 1. Man könnte sagen, Lehrer überschätzen sich selbst immer und meckern immer am System rum und deswegen kann man das alles nicht so zählen. Wenn man das mal, selbst wenn man das alles berücksichtigen würde, zeigt das Ergebnis, denke ich, im Trend ganz eindeutig. Es geht voran mit den Investitionen. Die Nutzung der Lernplattformen, das finde ich eigentlich einen sehr schönen Fortschritt, und der Cloud-Lösung. Man kann auch sagen, Lehrkräfte sind nicht digitalfeindlich. Das war ja auch immer so ein Vorurteil, das stimmt nicht. Aber die Internetanschlüsse an die Schulen, da ist viel zu tun. Wenn Sie nun mich fragen, warum ist es eigentlich nach Auffassung der Lehrkräfte schlechter geworden im Verhältnis zu 2017, Klammer auf, wir haben ja als Telekom-Stiftung extra gesagt, wir warten einige Jahre, damit der Digitalpakt sich auswirken kann. Corona könnte das Bild verfälschen und deswegen haben wir es erst jetzt gemacht. Klammer zu. Dann würde ich sagen, na, wenn die, nicht weil die Lehrkräfte immer anspruchsvoller werden, sondern weil die Anforderungen an die Nutzung digitaler Medien höher geworden ist. Also es ist eine objektiv besser geworden, relativ gesehen, da es mehr Nutzen hat, die Unzufriedenheit zugenommen. Das finde ich alles erträglich. Ein Problem sehe ich halt, dass das Ausland nicht geschlafen hat. Das sieht auch die Studie, zeigt die Studie, die wir gestern gehört haben. Wir sind vorangekommen, aber nicht annähernd so gut, wie wir es müssten, mit dem Anspruch an uns selbst. Wir sehen den Punkt bei IT-Ausstattung, wir sehen einen Schwachpunkt bei der Fortbildung und, was ich wirklich bemerkenswert im schlechten Sinne finde, die Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler hat nach Auffassung der Lehrkräfte nicht wirklich zugenommen. Aber die ganze Sache dient ja dazu, damit die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler besser werden. Und deswegen muss bei der Fortbildung, bei vielen anderen Dingen, muss darauf jetzt das große Augenmerk gerichtet werden. Also Licht und Schatten, mehr Licht als Schatten vielleicht, aber im internationalen Vergleich mehr Schatten als Licht. Vielen Dank. Vielleicht können wir an dieser Stelle direkt mal Jakob Schamon dazuholen. Hallo, schön, dass du da bist. Stichwort internationaler Vergleich. Da frage ich dich natürlich direkt nach deiner Expertise. Was würdest du sagen, gerade im Vergleich zu Dänemark? Ja, ich bin sehr froh, dass ich auch hier ein bisschen mitkommentieren darf, weil ich glaube, Herr de Maizière hat es gerade gesagt, es gibt Licht und Schatten und es gibt natürlich auch Nachholbedarf. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland die letzten Jahre sehr viel darüber diskutiert haben, ob die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung in den Fächern eingebettet werden sollte oder ob wir einfach nur in Anführungsstrichen ein Fach Informatik brauchen. Und ich glaube, diese Länderindikator zeigt ganz deutlich, dass wir beides brauchen. Und als wir im September in Dänemark mit der KMK und die Stiftungen waren, haben wir genau auch diese Blick zurück in Dänemark gemacht mit der Forschungschef von VIA, das ist der Fortbildungszentrale in Jylland. Und er hat genau über diese drei Wellen gesprochen, dass in Dänemark das, wo die wirklich einen Schritt nach vorne gegangen sind, ist damals, wo in alle Lehrpläne, in alle Curricula die Nutzung von digitalen Mitteln verbindlich in allen Fächern eingeschrieben wurde, so dass alle Lehrkräfte die neuen Möglichkeiten in allen Fächern integrieren müssten. Man hat aber jetzt in der jetzigen Situation festgestellt, dass es nicht reicht. Also das ist ein Teil, ein Puzzleteil in dem Ganzen, aber wir brauchen auch das Computational Thinking. Wir brauchen auch, dass die Kinder und Jugendliche wissen, was dahinter steckt. Deswegen macht man gerade in Dänemark den zweiten Schritt und versucht tatsächlich auch ein Fachtechnologieverständnis einzuführen. Was aber sehr wichtig ist in Deutschland, wir müssen an allen Kanten angreifen. Das zeigt auch die Schattenseiten der Länderindikator und da würde ich mich wünschen, dass wir nicht über entweder oder, sondern über sowohl als auch sprechen. Vielleicht können wir jetzt mal vom internationalen... Ja.
Ein ganz schneller Kommentar zur Verbindlichkeit. Wir haben ja diese vor kurzem eine andere Studie gemacht und hier zeigt sich auch, dass Bremen gut ist. Das hat ja alle erstaunt, das kleine Bremen, was sonst immer relativ schlecht war. Eine Ursache ist klare Strategie und Verbindlichkeit. Bremen ist das einzige Land, was die Nutzung dieser Dinge verbindlich macht und nicht freiwillig. Und siehe da, das Ergebnis ist positiv. Ja, wir bleiben direkt im Norden. Frau Behrens, ich kann Sie gerade gar nicht sehen. Doch, jetzt sind Sie da. Hallo. Frau Behrens, wir bleiben direkt im Norden und wandern nach Schleswig-Holstein. Beim ersten Länderindikator 2015 war das Land noch in der roten Gruppe und ist jetzt bis in die grüne Gruppe an die Spitze aufgerückt. Was hat das Land dafür getan, um jetzt in der grünen Gruppe zu landen? Ja, wenn ich das alles erzählen sollte, glaube ich, würde ich die letzten Minuten alleine füllen, weil wir tatsächlich in den Jahren ganz, ganz viel unternommen haben an allen möglichen Stellschrauben. Ich möchte aber vielleicht einige Beispiele hier nennen. Wir haben 2015 angefangen, mit digitalen Modellschulen zu arbeiten. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 130 Schulen in einem Zeitraum von 4 Jahren mit zusätzlichem Budget und mit Unterstützung unseres Landesinstituts ausgestattet worden, um sich mit dem ganzen Themenkomplex digitaler Unterricht, digitale Medien zu beschäftigen. Und diese Schulen sind natürlich ein Netzwerk für alle anderen Schulen in den Regionen und konnten sich dadurch auch frühzeitig noch, bevor der Digitalpakt ja auch geschaffen wurde, mit dem ganzen Themenfeld auseinandersetzen und ausprobieren und auch erproben. Und das zeigt sich natürlich jetzt dann auch in den Jahren. Wir haben auch unser Landesinstitut in den Jahren tatsächlich weiter ausgestattet, auch im Themenfeld Digitalisierung eine neue Abteilung gegründet, damit auch das ganze Themenfeld Unterstützung, Fortbildungsangebote in diesem Bereich sich entsprechend mit darstellen. Wir haben 2018 einen Impulskongress durchgeführt, digitale Bildung im Fachunterricht mit über 3000 Teilnehmern. Das sind 10% der Lehrkräfte bei uns in Schleswig-Holstein. Das ist schon immens. Also auch da zeigt sich tatsächlich, das Interesse der Lehrkräfte ist da. Auch bei den anschließenden Regionalkonferenzen, Fachkonferenzen in den vergangenen 2 Jahren konnten wir über weitere 5000 Teilnehmende bei uns in Schleswig-Holstein zeigen, sodass wir eben sehen, das Interesse ist da. Das ganze Thema Lehrkräfteausbildung haben wir mit aufgenommen. Bei uns im Ministerium ist ja nicht nur die Bildung, sondern auch die Wissenschaft. Das nutzen wir in den letzten Jahren und versuchen eben auch gleich in den verschiedenen Phasen der Lehrkräftebildung das ganze Thema mit zu implementieren, um dieses Verbindliche, das den festen Bestandteil schon gleich in der ersten Phase im Studium mit unterzubringen. Herr Demisee, auch bei uns in den Lehrplänen, die bei uns ja Fachanforderungen heißen, ist das ganze Thema digitale Medien mit festgeschrieben worden. Auch da tatsächlich bei uns schon ein Schritt hin zu mehr Verbindlichkeit. Und auch im Bereich der Infrastruktur, das ist ja das, wo der Digitalpakt nachher auch mit eingestiegen ist, haben wir in den Jahren auch vor dem Digitalpakt schon weitere Landesmittel mit aufgenommen und den Glasfaserausbau gefördert. Wir haben von unseren 950 Standorten tatsächlich mittlerweile über 800 angeschlossen an Glasfaser, sodass wir da natürlich jetzt auch gut mitarbeiten können, um dann die Weiterentwicklung der IT in den Schulen voranbringen zu können. Okay, ich merke schon, man kann eine eigene Session dazu machen, um das im Detail zu besprechen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über die Fortbildung für Lehrkräfte sprechen. Welche werden da angeboten und welche sind auch besonders nachgefragt? Also ich kann, glaube ich, nicht sagen, wir haben die eine Fortbildung, die der Renner ist. Wir versuchen tatsächlich im Bereich der Digitalisierung die Lehrkräfte dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Denn bei 30.000 Lehrkräften haben wir eben ein ganzes Spektrum, was wir abbilden. Wir fangen bei den Basisqualifikationen an. Wir gehen aber auch in die Vermittlung von Medienkompetenz, das ganze Thema Lernumgebung gestalten. Wie nutzt man das Lernmanagementsystem? Wie nutzt man eine Online-Pinwand? Was gibt es für digitale Tools, um eben das ganze pädagogisch-didaktische auch im Unterricht abbilden zu können? Wir haben alleine im Jahr 2021 über 2000 Online-Fortbildungen in Schleswig-Holstein zum ganzen Themenfeld Digitalisierung gemacht, haben damit über 35.000 Teilnehmende erreicht. Das zeigt, glaube ich, dass da ein großes Interesse ist, sich mit diesem Themenfeld auch abzubilden. Und etwas Besonderes, was wir in diesem Jahr gemacht haben, wir haben insgesamt 250 Stellen, Lehrkräftestellen neu geschaffen, die in den Bereich der Digitalisierung vor Ort tatsächlich gehen. Also jede Schule kriegt in Schleswig-Holstein Entlastungsstunden, um sich mit der Frage der pädagogischen, didaktischen Digitalisierung beschäftigen zu können. Wir bauen da auch nochmal ein neues Netzwerk auf mit Regionalfachberatern, um einfach die Strukturen vor Ort, die guten Beispiele präsentieren zu können. Das ist ja auch etwas, ich durfte mit in Dänemark sein, was wir in Dänemark festgestellt haben, dass die Zusammenarbeit vor Ort, dieses Vernetzen, das Lernen voneinander, etwas ist, was in der Digitalisierung tatsächlich mitgelebt werden muss.
Ich würde jetzt mal mit den Fragen aus dem Chat weitermachen, weil sich da einige gesammelt haben. Die erste Frage lautet, welche Rolle spielen die Maßnahmen der Europäischen Union bei der Digitalisierung von Schulen in Deutschland? Stichwort Digital Education Plan 21 bis 27. Ich stelle die Frage jetzt offen in die Runde. Ich würde mal sagen, aus meiner Sicht keine, aber was sagt Schleswig-Holstein? Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was da jetzt drinsteht, aber das ganze Thema natürlich Future Skills, 21st Century Skills, spielt natürlich eine Rolle. Das ist nachher auch Themenfeld natürlich in der Fortbildung, zu gucken, wie wir die Schüler heute auf das vorbereiten, was sie morgen brauchen. Und das hat die Pandemie ja auch gezeigt. Die Technik alleine nützt überhaupt nichts. Also der Digitalpakt ist gut, um die Technik voranzubringen, aber die Technik alleine im Raum hilft nicht, um die Digitalisierungskompetenzen der Schülerinnen und Schüler voranzubringen, sondern nur die sinnvolle Nutzung im Unterricht ist das, was gebracht werden muss. Und das ist, glaube ich, das, wo die Pandemie wie ein Brennglas nochmal drauf gezeigt hat. Auch die Studie hat es ja gezeigt, da müssen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren alle als Länder, als Schule, als Bund einfach noch weiter dran arbeiten. Herr de Maizière, wir haben jetzt über Fortbildung gesprochen, über den Stellenwert der digitalen Ausstattung. Was sind dann aus Ihrer Sicht weitere Erfolgsfaktoren für einen guten Unterricht? Ich glaube, wir müssen die Lehrkräfte entlasten und die Schulleitungen. Wir packen immer mehr drauf das wird, glaube ich, nicht gehen. Und deswegen ist ein Vorschlag, den ich an anderer Stelle gemacht habe, dass wir Folgendes machen. Wir kennen die Entwicklung von Krankenhäusern und Sozialstationen. Da hat man immer gedacht, naja gut, der beste Arzt wird irgendwie ärztlicher Direktor, organisiert das Krankenhaus. Oder im sozialen Bereich hat man gesagt, mit der Diakonie, der Pfarrer leitet eine große Sozialstation, wir sind ja schließlich Diakonie. Und das hat nicht funktioniert, auch mit Fortbildung nicht. Sondern man hat daneben andere Professionen gesetzt, Manager, wie auch immer sie heißen, in Dänemark heißen die, glaube ich, Scientific, Assistant oder so, ist ja auch egal. Jedenfalls jemand, der mit einer anderen Ausbildung die Lehrkräfte, insbesondere den Schulleiter, entlastet. Bei der digitalen Infrastruktur, bei dem Kontakt mit den Anbietern, bei dem Stundenplan, bei diesen ganzen Dingen, damit die Lehrkräfte sich konzentrieren können auf das, was sie am besten können, an die Nutzung von digitaler Medien und den Unterricht selbst. Also ein neues Berufsbild, jedenfalls bei großen Schulen, für jemanden, der Schule organisiert im digitalen Zeitalter. Genau dieser Wunsch wurde gestern bereits von einem Schülersprecher aus Hamburg hier geäußert, der eben gesagt hat, ich will nicht, dass unser Physiklehrer neben seinem Unterricht nebenbei eben noch für die ganzen digitale Ausstattung hier zuständig ist, für unsere Tablets und so weiter. Das funktioniert nicht. Sein größter Wunsch wäre tatsächlich, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, eine zusätzliche Person, ein IT-Support, der sich eben nur darum kümmert und das nicht nur nebenbei regeln muss. Jakob, vielleicht hast du noch einige Erfahrungswerte über diese Rolle, die es ja in Dänemark bereits gibt? Ja, wir haben gerade das angesprochen, weil ich glaube, wir müssen immer aufpassen. Wir reden jetzt gerade über viele Sachen gleichzeitig. Wenn ich bei deinem Beispiel bleibe, Mushta, da geht es natürlich auf der einen Seite über den technischen Support. Das sollten meines Erachtens auch keine Lehrkräfte machen. Aber es geht auch um die andere Seite. Das hat Jana gerade erzählt, wie man vor Ort die Lehrkräfte in der Nutzung der neuen Möglichkeiten, die neuen Tablets oder Laptops oder Lernplattformen, Anwendungen eigentlich im Umgang mit den Kindern umsetzen. Das muss meines Erachtens Pädagogen sein oder jemand, der zumindest ein gutes Wissen über Fachdidaktik haben. Das sind aber zwei unterschiedliche Berufsfelder. Die brauchen wir aber beides. Jetzt gerade in Deutschland wird viel über Administratoren und Support gesprochen, was wichtig ist, aber werden die Geräte nicht ordentlich fachdidaktisch gerecht im Unterricht umgesetzt, dann hilft es uns auch nicht weiter. In der Länderindikator haben wir gesehen, das fand ich sehr positiv, dass Lehrkräfte tatsächlich vermehrt gesagt haben, wir arbeiten zusammen, wir planen gemeinsam den Unterricht, wir tauschen uns aus, wir zeigen uns auch gegenseitig, wie neue Sachen eigentlich gehen und wie man das ausrollen kann. Um diese Teamzusammenarbeit zu stärken, da braucht man auch Zeit. Das ist tatsächlich ein Thema, die in Dänemark über viele, viele Jahre gefördert worden sind, die selbstgesteuerten Teams, die selber den Unterricht in den Teams gemeinsam planen können, gemeinsam vorbereiten können und gemeinsam evaluieren können. Aber es fordert, dass man zum Beispiel vor Ort in der Schule sind, dass nicht alle um
ich will jetzt nicht diesen blöden Vorwurf, dass Lehrer immer um 14 Uhr denn die Schule verlassen, aber es fordert, dass die Lehrkräfte gleichzeitig in den Schulen sind, um eigentlich dieses Meetingkultur auch ändern zu können. Das ist eine Sache, die auch zu einem besseren Umgang mit den Geräten führen. Und dann ist es ganz spannend, Herr de Maizière hat gerade gesagt darüber, wie viel Leitung gibt es in den Schulen. Und ich glaube, wenn man vergleicht die Schulen in Deutschland mit Schulen in anderen Ländern, gibt es mehr Vollzeiteinheiten für Leitung in den Schulen. Ob das denn, sage ich mal, so Pädagogen sind oder ob sie ein anderes Berufsbild haben, das würde ich außen vor lassen. Ich habe selber eine freie Schule geführt, wo ich nur in Anführungsstrichen für die pädagogische Leitung zuständig war und ich hatte einen Geschäftsführer. Das hat aber natürlich hang damit zusammen, dass wir über Verträge und Gelder mit den Eltern anders in Kontakt waren, als man in einer staatlichen Schule sind. Aber es hat mich schon entlastet. In Dänemark ist es so, in einer großen Schule mit 700, 800 Kindern gibt es mindestens 2 Vollzeitlehrkräfte, die die Leitung machen, die nicht unterrichten. Und da kann man ja wirklich die Vollzeiteinheiten über Management vergleichen mit in den Schulen in Deutschland. Und hier, glaube ich, müsste man hingucken, um, wie gesagt, nicht alles on top zu machen, sondern die Fachkräfte, die Freiräume zu geben, die Sicherheit zu geben, das zu tun, was sie gut können. Und zum Beispiel auch ein Thema Datenschutz, sollte man auch einen Datenschutzbeauftragten in der Kommune oder beim Träger regeln lassen und nicht der einzelnen Lehrkraft. Weil dann gibt es keine Zeit für den guten Unterricht. Das wäre also sozusagen der Idealzustand und dafür auch die letzte Frage aus dem Chat, die genau darauf abzielt, die da lautet, ein großes Problem, welches positive Veränderungen meines Erachtens blockiert, sind eben die strukturellen und systemischen Voraussetzungen. Viele Lehrkräfte würden und könnten digitale Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler fördern. Es mangelt eben aber an Zeit und Raum. Wenn zusätzliche Anforderungen zu den bisherigen Herausforderungen hinzukommen, bleibt etwas auf der Strecke. Wie sollen wir aktuell, also Status quo jetzt, damit umgehen, wenn wir eben noch nicht an dem Punkt sind, den du gerade beschrieben hast? Also eine Idee, auch wenn man im internationalen Vergleich das sieht, wir haben hochbezahlte Lehrkräfte im europäischen Vergleich und auch die Relation zwischen Lehrkräften und Schülern ist bei uns nicht besonders schlecht. Aber wir organisieren es zu sehr, Herr Schamann hat das gesagt, der einzelne Lehrer oder Lehrerin vor der einzelnen Klasse. Und in der digitalen Welt muss es anders sein. Ein Vorschlag wäre, dass man abkommt von der Berechnung der Lehrerzeit auf gegebene Stunden, das Lehrdeputat, sondern sagt, Lehrkräfte haben wie alle anderen Beschäftigten eine Wochenarbeitszeit und dann können sie selbst einteilen, wie sie damit umgehen. Das ganze Thema Korrektur, das ganze Thema gemeinsam arbeiten wird sich sofort entlasten. Und Dänemark, wenn ich das richtig weiß, hat mit dieser Veränderung ganz viel Bewegung in die Schulen gebracht. Ich glaube, vor 6, 7 Jahren ist diese Entscheidung getroffen worden. Da schien mir auch eine größere Veränderung zu sein. Und der letzte Punkt ist, wir können, glaube ich, von den Angelsachsen lernen, auch Schülerinnen und Schüler in die Organisation der Schule stärker mit einzubeziehen. Als Systemadministratoren in anderer Weise. Das lernt Verantwortung, das lernt Selbstorganisation und wäre auch eine Entlastung. Also Jana, darf ich nur einen kurzen Kommentar? Nee, Sie haben recht, da ist eine Reform gewesen 2015. Es hat aber dazu geführt, dass die Schulen für Monate geschlossen waren, weil die Lehrkräfte nicht arbeiten durften. Also es war nicht einfach. Und es war, sage ich mal so, mit dem Thema Akzeptanz von Seiten der Lehrkräfte in Richtung Staat hat es sehr, sehr viel Negatives bewirkt. Muss man auch dazu sagen. Es ist ein schwieriges Thema, wie Lehrkräfte tatsächlich ihren Arbeit gemessen wird. Und das Thema, dass Lehrkräfte mehr arbeiten als das, was sie nur unterrichten, das kann ich als Lehrkraft schon unterschreiben. Aber dass man da hingucken muss, da bin ich 100% bei Ihnen. Sorry, Jana. Nein, ich wollte nur mal sagen, wir versuchen in Deutschland ja gerade einen Prozess in wenige Jahre unterzubringen, der auch in Dänemark ja einen viel, viel längeren Zeitraum hatte. Das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder vor Augen halten. Wir versuchen hier ja mit Menschen und Schülern, mit Lehrkräften zu arbeiten, die ja diesen Wandel mitmachen müssen, den jetzt von oben aufzustimmen und zu sagen, jetzt ist es aus analog, wird alles digital, das wird nicht funktionieren. Und unsere Modellschulen haben uns gezeigt, dass man das eben schaffen kann, aber in der Zusammenarbeit und in der Weiterentwicklung. Und ich glaube, dann kann man auch unter den gegebenen Rahmenbedingungen durchaus besseren, digitaleren Unterricht machen, ohne dass es Lehrkräfte überfordert. Aber diesen Transformationsprozess haben wir ja in der Geschwindigkeit gerade erst angefangen und werden den ja auch nicht in den nächsten 6 Monaten beenden, nur weil wir es dann beendet haben wollen. Sondern es ist ja eine kontinuierliche Aufgabe, die wir einfach auch fortführen werden.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Das waren sehr, sehr interessante Einblicke. Ich fand die Ergebnisse vom Länderindikator 2021 sehr, sehr spannend, gerade im Hinblick auf die Pandemiebedingungen. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Vielen Dank für Ihre Zeit an Frau Lorenz, Frau Behrens, Jakob Schamann und Herrn de Maizière. Schön, dass Sie heute dabei waren. Tschüss. An dieser Stelle auch von mir erstmal auf Wiedersehen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Konferenz BD beim nächsten Programmpunkt.